Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof und ich fahre heute nach Salzwedel. Leute, schreibt rein, wo soll ich überall hinfahren, welche Städte ihr so sehen wollt, was für Vorschläge ihr so habt und so weiter in die Kommentare. Ich bin jetzt beim Bahnhof angetroffen. Kommst du mit? So, wir fahren zusammen nach Salzwedel heute. Habe ich ja schon gesagt. Sag mal Hallo zu meinen Zuschauern. Hallo. Also, wir sind jetzt im Zug. Ich hoffe, man hört mich hier überhaupt. So, angekommen. Salzwedel. Gibt es hier irgendwo ein Schild oder so? Nee. Okay, na egal. So, wir gehen jetzt durch den Durchgang jetzt raus. Also, ich bin ein Stückchen mit meiner Oma zusammen mitgefahren. Die fahren nämlich nach Uelzen und dann weiter nach Hause. Und dann müssen wir da raus, ne? Kommt, Leute, wir gucken uns mal kurz den Bahnhof ein bisschen an. Die Züge waren voll. Wir mussten stehen. Zum Glück hatte mein Opa und meine Opa noch einen Platz gefunden zum Sitzen. Ich will nur kurz den Bahnhof hier zeigen. Wir gehen gleich mit dem Navigator durch die Stadt. Wir haben nämlich ein Ziel und wir müssen gucken, wo wir genau hingehen müssen. Also wir müssen eigentlich nur die ganze Zeit geradeaus gehen und danach nach links. Und hier ist ein Haus, so bemalt. Da kann man sagen, es ist ähnlich wie bei uns. Bei uns werden die Häuser auch bemalt. Guckst du nach den Hunden? Ja, habe ich eben. Leute, wir sind auch schon bald da. Wir gehen die ganze Zeit diesen Weg hier entlang. Die ganze Zeit sieht das so aus, neben der Straße. Und ich weiß nicht, sieht man das oder nicht? Auf jeden Fall, da sieht man schon Netto, das Schild von Netto. Hier müsste noch irgendwo ein See sein, habe ich auf der Karte gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er da irgendwo jetzt ist oder wo genau der ist. Aber mal sehen, vielleicht finden wir den noch. Wir nähern uns dem Ziel. Wir sind nämlich jetzt gerade hier bei der Tankstelle. Und hier sehe ich, hier ist eine Zahnarztpraxis. Da habe ich schon ein Schild gesehen, das Kick und so weiter und so fort. Mal sehen, was es hier so alles gibt. Können wir ein bisschen gucken, ein bisschen shoppen oder so vielleicht. Ah, hier, da ist Kick. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. Ich kann das nicht so zeigen. Wir sind hier jetzt angekommen. Altmarkt Center heißt das hier. Hier ist Kick. Was gibt es hier noch? Wo hast du Teddy gesehen? Achso, dann nebenan. Wir waren gerade in Kick und jetzt sind wir in Teddy, gucken, was es hier so gibt. Was filmst du schon? Wir waren eben in Teddy, da habe ich mir eine Bluse geholt, einen Ring und in Kick, da habe ich mir was genommen? So ein Dekozeug. Ah, so eine Schneekugel mit einem Papagei. So, jetzt sind keine Ahnung, wo wir weitergehen. Wir gucken immer so, gehen jetzt einfach und mal sehen, was wir so hier finden. Das haben wir hier noch mal geholt, einmal so eine Fussel. Dinger rein damit, so eine Riegel und nimm mal die Riegel, oh, runtergefallen und die gab es kostenlos. Das sind Vitamine. B12. Oh, miteinander ist mal schwer. Hier ist jetzt die Riegel und genau da will ich dann später nochmal hingehen. Hier sieht man, da ist Lidl, da ist McDonalds und da ist Deichmann. Zu Deichmann gehe ich gleich mal. Kämmst du deine Haare durch? Ja, ich glaube, das bringt nicht viel wegen dem Wind. Ja, aber trotzdem muss ich das machen. Ich habe mir Schuhe gekauft, Leute. Und zwar die, die ich auch bei uns kaufen wollte. Aber da gab es meine Größe leider nicht. Hier aber gab es die. Und da habe ich die genommen. Zeige ich euch später dann. Da guckt mal, was ich da sehe. Ein Wunder. Da sieht man immer nur die andere Flagge. Jetzt sind wir in der Nähe von Lidl. Da ist Lidl. Hier ist eine Fleischerei. Da ist Lidl Baumkuchen. Leute, diese Häuser hier, die sehen schlimmer aus als bei uns. Weil ich hier so gefressen habe. Und hier ist McDonalds in der Nähe, da gehen wir gleich hin. Da ist wieder irgendeine Kleinigkeit. Oder gerade irgendwie ein bisschen doller der Wind. Ich hoffe, es regnet nicht. Weil wir haben keine Regenschirme dabei. Und bis zum Bahnhof müssen wir noch dann ein Stückchen gehen. Aber wir gehen erstmal was essen. Also da kommt ein Auto. Wir sind jetzt bei McDonalds und werden gleich was essen. Ich habe hier das Handy aufladen gestellt. Guten Appetit. Danke. Das ist sogar noch reich. Ich habe hier einen Wrap genommen für mich. Was hast du genommen? Big Mac. Sieht voll lecker aus. Wir haben gerade was gegessen und gleich gehen wir zum russischen Laden, sehe ich noch hin. Will ich noch gucken, was das gibt allgemein so. Und dann, ja, keine Ahnung, ich denke, dann gehen wir Richtung Bahnhof schon zurück. Wir waren gerade eben auf Toilette. So sieht das hier aus. Ich mache mal hier eine kleine Roomtour. Hände waschen, Hände abtrocknen, zwei Toiletten, spielt Musik ab.
Die ist ganz schön laut. Und dann gehen wir gleich weiter. Ich weiß, ist Musik aufmachen. Kannst tanzen. Hier ist alles vollgemüllt. Hier liegen die Säcke einfach so herum und so. So sehen hier die Häuser aus. Eigentlich so fast wie bei uns, aber nicht alle. Es gibt hier auch noch andere. Ich habe solche Riegel hier genommen. Sirki, heißen die? Zerok. Und noch verschiedene andere Sachen. Das zeige ich dann alles ein bisschen später. Nicht jetzt sofort. Ich werde erstmal den hier essen. Und dann gehen wir schon mal Richtung Bahnhof. Hier ist der See, den ich gesehen habe auf der Karte. Ich glaube, ihr seht ihn nicht so gut. Aber wir gehen jetzt nicht weiter hin. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück Richtung Bahnhof. Und Leute, der schmeckt einfach richtig lecker. Der ist eingefroren, aber der schmeckt trotzdem richtig gut. Trotz, dass er eingefroren ist. Und hier ist alles voll mit Pollen. Hier sind richtig viele. Ich zeige euch das gleich mal. Hier ist extrem. Also wer eine Pollenallergie hat, sollte hier am besten nicht lang gehen. Was mich hier in Salzwil aufgefallen ist, dass die Ampeln hier brauchen viel länger, bis die grün werden, als wie bei uns. Ich glaube, wir standen so auf jeden Fall so 5 Minuten dort immer an der Ampel, oder? Nein. Nein? Ja, wie lange? So 2 Minuten, 2-3 Minuten auf jeden Fall denn? 3 Minuten heute? Ja, dann 3 Minuten so. Das ist extrem lange, im Gegensatz zu wie es bei uns ist. Was ist das für ein Gebäude? Irgendwas mit Tanzbau oder so, irgendwas mit Tanzen oder so? Keine Ahnung. Da ist ein Wasserturm. Wasserturm war das auch gut mit dem Wasserturm. Schule? Tanzschule. Achso. Das ist eine Tanzschule. Hier ist ein Tor. Ich denke mal, das ist auch so wie bei uns das Imlinger und Angermünder Turm. Das wird bestimmt das auch so sein. Ich weiß aber nicht, wie das hier heißt. Hier ist ein Fluss. Wir müssen uns, denke ich mal, jetzt der Innenstadt nähern. Ich glaube, ich weiß, wo wir dann rauskommen. Weißt du, wo wir einmal waren? Wo wir hier in Salzwedel waren? Da war irgendwas, ich kann das jetzt nicht beschreiben, aber ich glaube, wir kommen da raus. Ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Da ist irgendwas, wo wir rauskommen. Ich bin nicht gut im Erklären. Ich zeige euch mal, was wir so alles gekauft haben. Im russischen Laden haben wir so eine Waffe gekauft. Dann, wie soll ich das? Wie heißt das auf Deutsch? Schiebeck. Steht das so? Schwarz. Brot. Croutons. Croutons, was auch immer. Zwei verschiedene Sorten. Das ist Bacon. Und das hier ist was? Krabben. So, dann, das ist ein bisschen blöd hier gerade. Sonnenblumenkerne. Und da habe ich noch Marmelade genommen. Ja, was heißt, ich habe die genommen. Du hast die genommen. Ja, die Marmelade für meine Mama und das für meinen Papa. So, und dann habe ich mir noch hier mal rausholen. Hier fällt gleich bestimmt alles auseinander. Mir sind die Schuhe hier geholt. Die habe ich nämlich bei uns in Stendal in Deichmann gesehen. Da gab es aber leider meine Größe nicht. Und hier gab es die, deswegen habe ich die genommen. Und im russischen Laden haben wir noch solche Bonbons bekommen, 2 Stück. Toffee. Mal sehen, wie die schmecken, probiere ich später irgendwann nicht. Jetzt möchte ich erstmal nicht probieren. Ah, noch eine Bluse hast du geholt. Ja, eine Bluse. Hier. So. Und Fußroller, ah ja, das habe ich schon gezeigt. Das habe ich schon alles gezeigt. Hier kannst du den Bonbon einpacken. Nice. Und wir sitzen hier auf einer Bank. Und gehen bald bestimmt weiter, weil wir wollten ein bisschen uns hinsetzen, weil die Beine tun schon extrem weh. Ich habe schon fast 60.000 Schritte gemacht. Das habe ich auch noch in den Cube geholt. Wir werden jetzt einfach diesen Weg hier geradeaus gehen. Und dann müssten wir irgendwie irgendwo beim Bahnhof rauskommen. Was ist hier? Ein Tor. Ach, da sind, keine Ahnung, irgendwie Garagen oder so. Und hier ist der Fluss und hier gehen wir jetzt entlang. Wo sind wir hier? Hier ist eine Brücke. Ich glaube, wir müssen über die Brücke. Was ist hier? Hier ist nichts Großartiges. Ich hoffe, die Steine sind... Die Steine. Das sind Steine, Leute. Wir nähern uns schon dem Bahnhof. Und wir müssten so ungefähr... 40 Minuten oder so? Na, fast eine Stunde so warten auf den Zug.
Und genau da gehen wir jetzt mal hin. Guckt euch das hier mal an. Und der Wind nervt schon wieder. Wir sitzen hier gerade bei diesem Wasserspiel, was weiß ich was. Und ich habe mir hier, wo ist das? Hier, diesen Ring angezogen. Meine Hände sind so rau. Aber der passt mir. Ich glaube, ich behalte den. Man muss nur dieses Ding hier abmachen. So sieht er aus. Zeige ich nochmal. Das ist ein ganz normaler Standard. Billig. Mein Deutsch jedes Mal. Hier, kannst du wieder haben. Aber der passt mir. Ich hätte ihn jetzt auch genommen, aber da gab es ja nur. Das ist der einzige gewesen, den es da gab. So, Leute, wir sind im Zug. Was? Ich hab den gar nicht gesehen. Nicht geglaubt hast. Ich hab den nicht gesehen. Der stand nicht im Internet, wo ich geguckt habe. Kann ich am Fenster sitzen? Ja. Also Leute, wir sind im Zug. Wir werden nur noch eine Minute. Zwei waren das doch, wo wir losgelaufen sind. Ja, dann zwei. Aber. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diesmal haben wir das Glück, der Zug ist leer. Der ist nicht so überfüllt wie der andere. Der fährt hier auch anders, der hält bei den ganzen Dörfern überall an und so. Der andere, mit dem wir nach Salzwede gefahren sind, der ist von Magdeburg nach Uelzen gefahren. Da mussten wir auch stehen, konnten wir auch nicht sitzen. Also wir haben fast den Zug verpasst, weil ich habe gestern geguckt. Und dieser Zug war hier gar nicht im Internet zu sehen, dass der überhaupt fährt. Und da dachte ich, der nächste Zug fährt 16.35 Uhr. Aber dieser Zug stand hier schon und der ist 16.04 Uhr gefahren und da hatten wir noch 2 Minuten. Ich wollte eigentlich nur nach dem Gleis gucken, von welchem Gleis wir fahren müssen. Und da stand der Zug schon hier und da mussten wir jetzt beeilen. Wir haben zum Glück den noch geschafft. Sonst wären wir erst so in 10 Minuten erst losgefahren. Und jetzt sind wir schon in. Wir waren gerade eben in Brunau-Parkebusch und sind gleich in Hohenburg in ein paar Minuten. Also Leute, der Zug ist auch komplett leer. Hier ist auch kaum einer. Ich glaube, ich habe das zwar schon mal gesagt, aber ich zeige das nochmal. Hier ist einfach niemand. Wir sitzen hier jetzt auch komplett alleine gerade. Leute, hier ist alles gerade voll mit Mohn. So, und wir fahren weiter. Wir sind jetzt schon bei Steinfeld gerade gewesen. Am Gleis 5 sowie am S1 nach Wittenberg über Osterburg um 17.01 Uhr. Ich habe leider zu spät angefangen zu filmen. An RB33 nach Tangermünde über Ständervorbahnhof um 17.05 Uhr von Gleis 8. Und an RB35 nach Wolfsburg am Bahnhof über Möhring-Altmark. Wir sind gleich da. Um 17.06 Uhr von Gleis 2. Bitte beachten wir die örtlichen Lautsprecherdurchsagen für weitere Anschlussmöglichkeiten. Vielen Dank für Ihre Reise mit der DB Regio Südost. Auf Wiedersehen. Ja, dann müsst ihr das nochmal sagen. Ich hoffe. Ich wollte nämlich filmen, wie Sterne angesagt wird. Aber ich glaube, zu spät war ich. Das ist ein Mann im Feld. Ja? Ja, das ist ein Mann im Feld. Stimmt. Lam. Hast du mir das gefilmt? Wo ich das gesagt habe? Ich glaube schon. Der fährt gerade. Alter, der fährt so schief. Der schräg. Oh nein. Aber zum Glück ist es mir auf der rechten Seite. So gruselig gerade. Ja, voll. Wie fährt der? So sind die Schienen verlegt. Ach du Scheiße. Vielleicht fährt er deswegen langsamer, weil ich hier so schief schräg. Vielleicht ist seine Ampel, deswegen. Der biegt ab, aber guck mal wieder. Es ist voll gruselig, Leute. Ja, nachdem man was in den Nachrichten gehört hat. Ja, deswegen. Was in Bayern war. Die Schranke wurde da von Hand zugemacht. Das war keine richtige Schranke. Jetzt sind wir gerade. Ja. Warte, das ist doch schon Stände. Ja, ist es schon. Wir fahren jetzt hier gleich bei der Warburger Brücke. Oder? Ja, ne?
Weiß ich nicht. Ja. Bei der Warburger Brücke fahren wir jetzt. Und? Wo ist sie? So, jetzt. Da kommt die gleich. So, das war die Warburger Brücke gerade. Und da fährt man zu Papas Garten. Das muss gerade einfach sein. Noch eine Minute. Kann schon Rucksäcke nehmen und so weiter. Mütze anziehen. Nee, das sagt er nicht mehr an. Nächste oder? Station, Stendal. Steht noch 2 Minuten. Aber nicht, dass ich jetzt aufhöre zu filmen und dann wird es gesagt. Es wurde doch eben gesagt. Ist das schon zum Ausgang? Der Ausgang ist da, das ist schön, das ist näher dran. Ich filme schon 2,5 Minuten. Ganze 2,5 Minuten. Jetzt. Nächste Station. Stendal. Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeiten zum Regional- und Aufstieg fahrt Richtung rechts. Zum Landesbus, oder? In Richtung Havelberg. Zum Stadtbus sowie zu weiteren Buslinien. Ich glaube rechts. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Das klatscht du. Ja, welche Aufstiegsrichtung? Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich glaube auch rechts. Nee, links. Links? Ja, links. Nee, rechts, glaube ich. Ich sag rechts. Ich sag links. Okay, wir werden es gleich sehen. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich hatte recht. So, wir hätten wir lieber mal. Sonst hätte ich mein ganzes Geld verloren. Nein. Stendal, wir sind endlich wieder da. Halt dich fest. Ja. Aber ich bin vorhin auch nicht weggeflogen. So, wir sind da. Leute, wir sind zu Hause angekommen. Wir sind endlich in Stendal wieder. Mal wieder. Da ist ja nicht so viel los hier. Naja, zu Hause sind wir noch nicht. Aber zu Hause in Stendal. Was guckst du so? Abonnieren und Like darstellen.